Aloha zu einem neuen Beitrag hier bei Final Fantasy Dojo. Jetzt haben wir das Thema Final Fantasy 14. Produzent Yoshi P. zum Thema Free to Play. Produzent Naoki Yoshida zum Thema Final Fantasy 14 und Free to Play. In einem Interview mit Game Industry sprach Naoki Yoshida, Produzent und Direktor von Final Fantasy 14 über das Thema Free-to-Play und die Aufholjagd der Spieler im Vergleich zu World of Warcraft. Als über das Thema Abonnentenmodell gesprochen wurde, das seit dem Release von Final Fantasy 14 herrscht, sagte er dazu: Es soll gesagt sein, dass wenn 80 oder 90% der Spieler sich ein Free-to-Play-Modell wünschen, wird bei unserem jetzigen Modell umdenken sollten. Allerdings müssten wir auch das Spieldesigning komplett an das neue Modell anpassen. Es soll sich alles an die Bedürfnisse unserer Spieler orientieren. Spieler, die momentan ein Abonnement abgeschlossen haben, sind sich der Sache bewusst, dass die über wiederkehrenden Updates eine Antwort auf die momentanen Abos insgesamt sind. Eine plötzliche Änderung des jetzigen Modells zu Free-to-Play könnte einen riesigen Schlag in jetzigen Patch-Verlauf geben. Die vorherigen Produzenten Yoshimichi Tanaka von Final Fantasy XIV, also von 1.0, und Sage Sundi, Online-Producer, sagten dazu in einem Interview von 2009 mit 4Gamer: Sondi nimmt zur Kenntnis, dass Micropayment-Style in MMORPGs zurzeit sehr beliebt sind. Wie auch immer, er sagte, dass solche Spiele nicht lange überleben, allein aufgrund der Spenden von Spielern. Tanaka erwähnte etwas von zwischen 4.000 und 5.000 Yen pro Monat, ungefähr 40 bis 50 US-Dollar. Und Sondi entgegnete, dass es Personen gebe, die im Monat mehr für ein zu bezahlendes MMO ausgeben würden. Niemand möchte sehen, wie sich die Lebenszeit von Final Fantasy XIV wegen so etwas verkürzt. Es ergibt Sinn, dass Yoshi P. sich zu dem Thema neues Konzept für Final Fantasy XIV nicht komplett verschließt. Es ist auch derselbe Mann, der nicht Nein sagte, als man den Vorschlag für eine Version für die Nintendo Switch brachte. Auch wenn die PS3-Unterstützung nicht mehr geben mag. Wenn man sich die MMO-Geschichte von Square Enix anschaut, ist ein Free-to-Play-Modell eine große Überraschung. Als bestes Beispiel nimmt man sowohl Final Fantasy XI, welches nach 15 Jahren Laufzeit immer noch das gleiche Modell ohne Änderung der Gebühren für die Spieler besitzt. Sehen wir also Final Fantasy XIV bald als Free-to-Play? Wahrscheinlich nicht. Das Spiel bleibt weiterhin stark mit steigender Spielerzahl. Sollte es zu einem Free-to-Play-Modell wechseln, würde dieses Spiel wohl zu einer baldigen Ende führen. Und daran wollen wir in naher Zukunft nicht mal denken. Ja, dieser Beitrag ging schon bei sehr vielen, die auch mit Final Fantasy XIV zu tun haben. Wir wissen alle, jetzt mal mit mir eingeschlossen, für die Leute, die jetzt Final Fantasy XI die Jahre gespielt haben. Also ich habe ja, es gibt ja schon seit über 15 Jahren das Spiel so gesehen. Und ich war ja schon so an die 8 bis 9 Jahre knapp dran. Und ich fand dieses Abonnement-Modell nie schlecht, weil ich habe schon genug Free-to-Play-Spiele gespielt, wo ich dann auch wirklich nicht mehr allzu lange Spaß dran hatte. Ich habe solche Spiele gespielt, immer nur nebenbei, wenn ich mal auf Patches gewartet habe von Final Fantasy XI. Und ich habe mich auch mit anderen Final Fantasy-Teilen oder von Square Enix-Titeln begnügt. Ja. Also wir wollen natürlich nicht hoffen. Naoki wollte das jetzt nicht allzu verneinen, weil er ja auch natürlich die Chance geben wollte mit Xbox One, dass auch noch dort die Spieler zusammenspielen mit PlayStation und PC und natürlich auch von der Nintendo User, dass sie eben halt auch mit den anderen allen verknüpft ist und zusammen spielen können.
Also Yoshida ist halt der Mann so gewesen, dass er eben halt viel mehr den Leuten das Spiel so gesehen entgegenbringen möchte. Dass die Sache ist eben halt, was dieses Konzept ja wirklich bei Final Fantasy XII lange gehalten hat, ist ja diese Abonnement und auch wirklich lange am Leben gehalten hat, auch mit den vier Add-ons und auch natürlich bis zum Story-Ende von, ja, und ab 2015, also im Winter, kam eben halt das Story-Finale. So, Final Fantasy XII hat also sehr, sehr lange gehalten und an der Stelle gab es auch eine sehr, sehr coole Kooperation zu Final Fantasy XIV an diesem Moment. Wir müssen einfach mal so festhalten. Free-to-play ist so an sich nicht schlecht. Man kann ja immer so spielen und gucken. Oder man kann auch ein bisschen andersweitig unterstützen. Aber ich würde auf jeden Fall dennoch dranbleiben bei Abonnement, weil ihr einfach zwar monatlich bezahlt, dafür aber aufgrund den gleichen Kosten kommt wie alle anderen. Es wird keiner benachteiligt sein. Alle haben die gleichen Chancen. Alle bezahlen das gleiche Geld. Jeder genießt das Spiel auf seine Art und Weise. Und das bringt halt auch dieses Abonnement-Modell auch ganz gut. Wir wollen ja natürlich auch nicht vergessen, das Producer-Team setzt wirklich alles daran, um den Spielern gegenzukommen. Ob Feedbacks oder halt auch generelle Änderungen. Auch das Forum ist sehr, sehr aktiv bei solchen Dingen. Und es ist einfach auch eine schöne Unterstützung, wenn man was von der, also wenn die Community auch den Producern was gibt. Also das Entwicklerteam auch, damit die auch sehen, hey, die haben Spaß dran, die bleiben doch da dran und die wollen natürlich auch die Spieler in dem Sinne ja auch belohnen mit sowas halt. Und das dürfen wir niemals vergessen, dass sie sich da sehr, sehr viel Wertschätzung legen. Ja, das ist auf jeden Fall die Sache, was jetzt momentan ja, sehr herumspricht in dieser Final Fantasy Community. Lasst gerne euer Feedback da. Wie findet ihr die Sache? Was ist eure Meinung? Lasst es gerne auf jeden Fall da in den Kommentaren. Ich würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Und ich würde sagen, ja, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein. Und wir sehen uns, denke ich mal, bei Patch 4.1. Also, bis denne.